Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Wir sind heute bei Gartenbau Hölscher in Neuenkirchen. Die produzieren unter anderem für unser Gartencenter bei uns in der Nähe, also nicht meinem, sondern das Gartencenter bei uns in der Nähe, Jungpflanzen. Und da habe ich gedacht, bietet es sich mal an zu schauen, wo kommen die Jungpflanzen her und wie werden die produziert. Das zeige ich euch heute in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, und dahinter mir könnt ihr zum Beispiel schon die ganz vielen Tomaten sehen. Das sind wirklich auch schon Tomaten, die richtig weit sind. Wir haben hier welche, die sind frisch umgetopft. Wir haben hier welche, die sind schon sehr weit. Und ich würde sagen, ich zeige euch hier jetzt erstmal ein paar kleine Eindrücke. Hier haben wir zum Beispiel die Rispentomate Grappelina. Die ist frisch umgetopft und ist hier wirklich in einer großen Menge. Dann haben wir hier noch Fleischtomate Rose Crush, die Monterrey Mini-Datteltomate und so geht das hier weiter. Ganz, ganz viele Tomaten und wenn wir dann mal nach rechts rüber schauen, dort sind die Tomaten dann schon ja, um einiges größer. Hier zum Beispiel die gelben Stargold. Was es hier eine Sorten gibt, ist auf jeden Fall krass. Und wenn wir hier einmal durchs Gewächshaus durchschauen, hier unten Stangenbohnen, hier wird wirklich alles vorgezogen. Auch Zuckermais, Schalerbsen und Zuckererbsen. Ganz, ganz viel. Ich würde sagen, wir gehen mal durch die ganzen Gewächshäuser durch und ich zeige euch so viel wie möglich. So, meine Bestellung ist gepackt. Ich würde sagen, los geht's. Also sind hier wirklich wahnsinnige Dimensionen und wir in unserem Garten mit unseren 400 Tomaten haben halt echt auch schon viel vorgezogen. Aber wenn man das hier sieht, dann ist das doch nochmal um einiges mehr. Ich will gar nicht zählen, wie viele Pflanzen hier pro einzelne Sorte da sind. Das ist wirklich massig viel. Allein so ein kleines Stück, schätze ich mal, sind bestimmt schon 1000 Jungpflanzen, wenn nicht mehr. Und so eine Dimension hätte ich auch gerne im Garten. Jetzt sind wir hier bei den Kürbissen gelandet. Wir haben hier Spaghetti-Kürbis, Muskat-Kürbis, Hokkaido-Kürbis. Dann geht es da weiter mit grünen Zucchinis, gelben Zucchinis, die gelben runden Zucchinis. Und was haben wir hier noch? Butternut-Kürbis. Also echt spannend, Jungpflanzen in solchen Massen mal zu sehen, weil das ist wirklich, glaube ich, ein Traum von jedem. So viele Jungpflanzen auf einen Fleck würde ich am liebsten alle mitnehmen in meinen Garten. Hier weitere Jungpflanzen, jetzt sind wir bei den Salaten angekommen. Hier rechts von rotblattrig geht es rüber zu grün. Da haben wir dann noch wieder rotblättrigen Salat und das hier müssten zum Beispiel Gemüsezwiebeln sein, bin mir aber nicht ganz sicher. Es könnte auch Porree sein, aber da vorne steckt ein Schild drin. Schauen wir einfach mal, was wir hier haben. Eine Nummer, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen, aber es sieht mir sehr nach Zwiebeln, Gemüsezwiebeln oder Porree aus. So, jetzt habe ich es gefunden, sind wir gerade sogar vorbeigeflogen mit der Kamera an dem Schild und zwar sind das die Gemüsezwiebeln Exhibition. Die haben wir ja auch im Garten und die sehen schon echt krass aus. Ja, hier über mir, da hängen so zwei Heizkörper, die beheizen das Ganze. Und wenn wir dann mal weiterschauen, man hört es glaube ich auch, Propeller, die das Ganze hier dann im Raum verteilen, die Wärme. Hier ist jetzt nicht ganz so warm drin wie in anderen Gewächshäusern, aber wir haben ja auch gesehen, Salate, Zwiebeln und so weiter, die brauchen ja jetzt auch nicht so die warmen Temperaturen. Hier haben wir dann Ananaskirschen an den Beeren. Ganz, ganz viele. Und ich würde euch gerne mehr von der Produktion zeigen. Machen wir gleich auch noch, wenn wir was sehen. Aber so die ganzen Jungpflanzen hier in den Dimensionen ist auch schon mal Wahnsinn. Ja, und hier habe ich mal gleich die Jacke angezogen, denn hier drin ist viel kälter. Hier sind wir so bei den Kräutern angekommen. Wir haben hier zum Beispiel Rosmarin, Kerbel und Petersilie. Und ja, hier ist schon deutlich kühler. Da braucht man auf jeden Fall eine Jacke. Draußen ist es heute auch immer noch richtiges Mistwetter und das hindert uns auch noch so ein bisschen an der Jungpflanzenanzucht. Aber bald geht es bei uns auch los und dann sieht es auch ungefähr so aus. Nicht ganz so viel, aber fast. Hier hinten haben wir dann Stecklinge zum Beispiel von der Feige. Dahinter wächst Lavendel. Und da hinten haben wir noch indisches Blumenrohr. Das sieht auch sehr spannend aus, ist jetzt nichts für unseren Gemüsegarten, aber auch schöne Blattfarbe. Finde es einfach cool hier so, die Vielfalt von Kräuter, Zierpflanzen, Blumenpflanzen, sogar Feigenstecklinge und natürlich riesen Gemüseflächen. Gefällt mir. Ja, und wir haben jetzt gerade mal gefragt, wie warm das hier drin ist. Hier, wo wir stehen bei den Kräutern, die sind schon fast fertig, die sind schon fast im Verkaufsstadium. Hier ist 10 Grad und dahinter, in dem anderen, wo wir davor waren, ist 16 bis 17 Grad.
Jo. So, jetzt wird uns hier mal die Bewässerung gezeigt und das finde ich mega spannend, weil über dieses Bewässerungssystem, habe ich gerade gehört, können auch Nährstoffe hinzugegeben werden, wie zum Beispiel ein Kalidünger, hat er gerade erzählt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Bewässerung hier funktioniert. So, los geht's. Ziemlich interessante Konstruktion. Insgesamt 10 Düsen, wenn ich richtig gezählt habe. 8 rote und 2 schwarze. Obwohl die hinten die letzte ist gar nicht an, also 9 Düsen. Und jetzt fährt die Bewässerung da drüber. Nicht schlecht. So, jetzt geht's auf die Petersilie zu und die soll gleich von der Bewässerung platt liegen und nach 3 Stunden steht die aber so wie vorher. Sind wir mal gespannt. Das fehle ich auch immer. Ja. Die Pflanze bei uns geht halt durch die Bank runter und dann ist der Kunde nachher enttäuscht, warum die Pflanze, dass die Pflanze eingeht. Mhm. Ja, und bei uns werden die sofort an reelle Bedingungen gewöhnt. Nach und nach abgehärtet. Auch mit den Temperaturen runtergefahren, dass die Pflanze auch das Klima von draußen nachher gewöhnt ist. Ja, also die liegt ja richtig schön flach jetzt. Ne? Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Spätestens heute Nachmittag steht die wieder hinein. Ja, und jetzt kommt auch in dem Zeitfenster, wie sie liegt, Licht mit unten rein. Ja, das stärkt die Stängel. Die Stängel werden fester. Meine fehlt natürlich ein bisschen das Licht heute, aber grundsätzlich immer von Vorteil. Ja, und wir haben auch unsere zweite Kamera mit die GoPro und die haben wir in die Mitte jetzt mal gestellt. Die ist nämlich wasserdicht und haben mal unter der Bewässerung die Kamera laufen lassen. Die Aufnahmen, die zeigen wir euch jetzt. Ja, und auch diese Aufnahme von der Kamera da vorne blenden wir euch jetzt an dieser Stelle mal eben ein. Wir haben jetzt gerade auch ein kleines Instagram-Reel zu der Bewässerung gemacht und ich kann das hier nicht einblenden wegen der Musik, das geht bei YouTube nicht, aber schaut mal auf Instagram vorbei und schaut euch das Reel zur Bewässerung an, ist richtig cool geworden. So, meine GoPro, die muss nochmal einmal herhalten. Jetzt kommt die Bewässerung nochmal drüber, damit die Kamera auch mal wieder sauber wird. Die hat nämlich gerade ziemlich Dreck abbekommen und jetzt blende ich euch auch diese Aufnahme noch mal ein. Ja, hier sieht man, wie das Wasser reingepumpt wird.
Und über die einzelnen Profile wird das Wasser dann hier in den Pflanztisch verteilt. Die ganzen Tische haben hier Nummern. Und das kann man über so einen Bordcomputer manuell steuern. Hier unten drunter sind so Wasserfässe einbetoniert. Und das Wasser, was über ist, das läuft auch wieder in den entsprechenden Wassertank zurück. Man kann hier drüber auch Dünger hinzugeben. Also ein sehr cooles System, was wir in unserem Garten auch noch bräuchten. Ja, und das gehört natürlich auch zu jeder Gartenbaufirma. Eine vernünftige Topfecke. Und zwar ist hier einmal ein Lager für das ganze Substrat. Und dann wird hier getopft in einer Maschine. Die zeige ich euch mal in der Nahaufnahme. Hier sieht man jetzt, wie die Töpfe befüllt werden, beziehungsweise jetzt gerade steht die Maschine. Aber hier werden die Töpfe befüllt, hier kommt die Erde dazu. Spannendes System, vielleicht sehen wir das gleich mal in Aktion. Ja, und hinter mir, da sind sehr viele Blumen, wie zum Beispiel Kapuzinerkresse. Wahnsinnig groß das alles. Hier in dem Gewächshaus ist es echt richtig warm. Hier kann man nicht mal im Pullover stehen, das ist eigentlich viel zu warm. Und hier werden gerade zum Beispiel Basilikum angezogen. Ich zeige euch das mal, auch wieder in der Aufnahme. Ich finde es schon richtig, richtig krass, wie viel Basilikum hier wächst. Wenn man das mal guckt, das ist auch so eine, was ist das? Ich glaube eine 100er Platte und dann ja mit echt vielen Töpfen. Wir haben mal nachgezählt, das sind auch 104er Platten. Da ziehen wir immer unsere Gemüsezwiebeln drin vor und davon... Seht ihr, stehen schon einige hier da vorne, blauer oder lila Basilikum und ganz viel von dem grünen. Wenn du den alle einzeln topfst, dann hast du schon sehr, sehr viel Basilikum. Und dann, wenn wir hier mal weitergehen, da stehen viele Blüten. Sehr, sehr schön. Wenn wir hier entlang gehen, da stehen sehr, sehr viele Sommerblumen. Die werden hier vorgezogen. Aber da die hier noch eine Zweitfirma oder einen Zweitsitz haben, werden da die meisten Blumen vorgezogen und da werden wir hier heute nicht so viel finden. Und jetzt geht es nochmal weiter mit Gemüse. Hier auch zum Beispiel mega spannend XXL an den Beere. Das ist eine echt große an den Beere als Steckling. Stecklingvermehrung ist hier, deswegen ist es auch so warm. Ja, und hier, da stehe ich jetzt vor den ganzen Tomaten und da sind so viele Sorten. Das habt ihr, glaube ich, noch nie gesehen. Nicht mal im Gartencenter, wo ihr die alle kaufen könnt. Das sind schon... von jeder Sorte wahnsinnig viele. So, und das hier sind die ganzen Tomaten. Wahnsinnig viele. Die Monterey haben wir hier allein in, ich glaube, 7 Platten. Da vorne die Sweet Million. Wahnsinn. Dann haben wir hier Fleischtomaten und es ist wirklich so warm hier drin. Was schätzt du, Niklas? 30 Grad? 30 Grad locker. Wahnsinnig. Und hier, guck mal, da haben wir auch diese Olivengurken, auch bekannt als mexikanische Minigurken. Die haben wir jetzt auch ausgesät. Aber wir sind mal gespannt, wie das bei uns weitergeht. Wahnsinn, einfach wenn wir hier mal komplett durchgucken, wie viele Platten das sind. Und das ist nur eins von vielen Gewächshäusern hier. Hier hinter mir, da kamen wir jetzt gerade raus. Dann geht es da weiter ins nächste. Hier, da stehen auch ganz, ganz viele Blumen. Also es ist echt wahnsinnig viel Platz hier. Und man hört es mir, glaube ich, an. Ich bin echt froh, dass ich das hier machen darf. Also Dankeschön schon mal an Gartenbau Hölscher, wenn ihr das hier seht. Danke, dass wir hier die Möglichkeit haben, uns das heute mal anzugucken. Wir bauen immer einen kleinen Stil an. Wir haben auch vielleicht manchmal nur die Endpflanzen von euch. Viele werden wahrscheinlich auch nur die Pflanzen aus dem Gartencenter dann kennen. Und dann ist das echt mal schön hier zu sehen, wie die alle wachsen. Also danke für die Möglichkeit und deswegen auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben geben hier bei diesem Video und schreiben in den Kommentaren, wie ihr das Ganze hier findet. Ich nutze noch kurz die Chance, um zwei Dinge anzukündigen. Heute in einem Monat ist Jungpflanzenverkauf bei uns im Garten. Am Sonntag, den 8. Mai 2022, also an Muttertag. Genaue Infos kommen dann noch, aber merkt euch schon mal, Sonntag, den 8. Mai 2022. Das erste Mal in unserem Garten. Und einen Tag vorher, am 7. Mai, sind wir auf der Botanica in Hamm. Mit Arthur von Bodenständig, mit Lukas von Freizeitgarten, mit Naschgarten YouTube, der Gartenpapa, Effekant, Leingarten, Ünwar. Da werden wir auch Jungpflanzen anbieten. Merkt euch mal beide Termine. 7. Mai in Hamm, die erste internationale Pflanzenmesse Botanica. Ich hoffe, ihr seid dabei. Tickets findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, und angekommen hier in diesem Folientunnel sind wir bei, ihr könnt es hier schon sehen, was hier hängt, den Erdbeeren. Und da stehen wirklich auch viele auf dem Boden. Da schauen wir jetzt mal genau drauf. Die zeige ich euch mal. Ist echt super spannend hier. Guckt euch das an. So ein riesen Folientunnel nochmal. Warum haben wir nicht so wenig Platz? Ich glaube, ich muss irgendwann auch meine eigene Gärtnerei aufmachen.
Seid ihr dabei? Da müsst ihr aber alle Kunden von mir werden. Ganz viele Erdbeeren. Hier haben wir zum Beispiel die ganzen Monatserdbeeren. Jetzt haben wir hier Sorte Elan, die gibt es ja auch bei Kiepenkerl, die hatte ich schon mal öfter im Garten. Die blühen sogar schon im ersten Jahr und kriegen im ersten Jahr schon Früchte. Und es ist tatsächlich alles die Erdbeere Elan. Nein, hier haben wir noch mehr. Hier haben wir die Walderdbeere Alexandria. Hört sich auch interessant an. Und hier oben hängen auch noch Erdbeeren, da ist leider kein Schild dran, da kann ich auch nicht sagen, was das ist, aber auch mega cool mit der Bewässerung da dran. So, jetzt zeige ich euch nochmal hier drin den Laden verkauft, denn hier steht auch noch einiges und ihr werdet sicher einige Sorten kennen, ich sehe schon Berner Rose, Black Cherry, die St. Pierre und so, die kennt ihr sicherlich alle. Die Noir de Crime, kann ich jetzt nicht ganz gut aussprechen, Harzfeuer, also das sind nur so die bekannten Sorten, die ihr auch kennt. Und ja, ich drehe die Kamera mal um und zeige euch das. So, hier gehen wir mal an den Sorten vorbei. Ja, und hier fühlt man sich dann quasi wie im Gartencenter. Das gewohnte Bild, hier stehen die Pflanzen dann zum Verkauf. Hier haben wir auch zum Beispiel Zuckermais, wir haben dicke Bohnen, Buschbohnen kann man hier bekommen. Schallknackerbsen. Wahnsinn. Große Auswahl auf jeden Fall, ein Riesensortiment. Ich meine, wir kennen ja sicherlich viele Produzenten, aber dann ein Produzent, der so viel Verschiedenes auf einmal produziert, das habe ich noch nicht gesehen. Gerade wenn wir hier schon wieder die Beerensträucher sehen, dann da die Blumen und so viel Gemüse, was wir gesehen haben. Echt ein großes Sortiment. So, wir haben uns natürlich auch noch ein paar Pflanzen mitgenommen, die zeige ich euch mal hier im Überblick. Da stehen sie. Das war's jetzt vom Video. Danke an Gartenbau Hölscher für die Möglichkeit hier, dass wir hier filmen durften und uns das Ganze mal anschauen durften. Ja, und jetzt würde ich sagen, abonniert mich gerne für mehr solcher Videos und um auch nicht zu verpassen, wie das mit den Pflanzen hier weitergeht. Wir haben Zitronen, Gurke, wir haben Wassermelone, Zuckermelone und viele mehr. Also, wir sehen uns. Ciao.